Brauchst gar nicht erst umzuschalten. Du gehst jetzt. Wenn ich wiederkomme, bist du in deinem Zimmer. Hast du nicht gehört, was Mutti gesagt hat? Baby. Selber Baby. Ganz besonders freue ich mich über einen Gast aus Hamburg. Er ist Artdirektor einer bekannten Werbeagentur. Herzlich willkommen, Wolfgang Schulz. Alexander! Der hört doch sowieso nicht. Mutti! Mutti! Komm doch mal schnell! Alexander, jetzt ist Schluss, du sollst ins Bett. Mutti! Komm doch mal schnell! Habe ich im Fernsehen! Wir und wieder erörtern. Bevor wir mit dem ersten Spiel beginnen, zunächst eine Frage. Alexander, ich sag's nicht nochmal. Wenn du nicht sofort. Werd doch mal ruhig, Mensch! Alter, der Junge muss morgen früh raus, das weißt du doch. Hallo, Erika, du wirklich, ja? Noch alles zu sehen bekommen. Wer ist denn das? Tja, siehst du doch, ist Papi. Leider nicht voraussehen, aber ich glaub, Quatsch, ist doch West. Aber wenn Papi sich nicht rasiert, sieht er genauso aus. Der Klappe, man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Das muss mal gesagt werden, auch einen erzieherischen Aspekt. Für die Jugend. Sie meinen Sonderangebot im Supermarkt, die Tafel Schokolade, demnächst nur noch 98 Pfennig. Naja, also das ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht Sonderangebote im Reiseverkehr, sagen wir mal, Billigflüge nach Mallorca, 98 Mark, egal von wo, Düsseldorf, Hamburg, München. Ich werde verrückt, möchte ich. Und vielleicht in der Pause sogar ein Trikotwechsel, nicht mit einem neuen Angebot. Wir können aber gar nicht sein, möchte er lebt. Nummer drauf. Darf es aber keine Damenmannschaft sein. Nein. Wolfgang lebt! Komm. Ja, Wahnsinn. Danke dir. Meine Brille ab. Bitte.
Mann. Tor! Tor! Tja, du, was soll ich sagen? Meine. Herzlich willkommen. Prost, Wolfgang. Ja, du, Prost, Prost. Schön, dich zu sehen, mein Guter. Na, wie ist es? Wie schmeckt dir unser Bier, hä? Mhm. Ach, Mensch, erzähl doch mal, wie war denn überhaupt die Überfahrt? Ja, gut. Keine Komplikation, ganz prima. Wie lange hast du gebraucht von Stralsund hierher? Ach, du, das weiß ich ja nicht mehr. Du, das ist ja nicht so weit. Du, eine knappe Stunde, glaube ich, ja. Du gut siehst da aus mit dem Bart, du wirklich gut. Ich wollte mir auch mal so ein Ding stehen lassen wie du. Tja, dank dir. Ich meine, du hast dich auch ganz gut gehalten, muss ich wirklich sagen. Kompliment. Obwohl du ja ein bisschen älter bist als ich, nicht wahr? Ach ja, richtig, ja. Genau, 10 Minuten, hast du recht, ja. Ja, richtig, Mann. Ich kann das immer noch nicht glauben, du. Also, Mensch, 40 Jahre ist das jetzt hier, 40 Jahre. Tja, 40 Jahre. Genau. Lass mal sehen, wie die Zeit vergeht. Sie haben mir damals gesagt, du seist tot. Was wer hat denn die gesagt? Ja, der Suchdienst des Roten Kreuzes. Ach, ist doch Blödsinn oder Quatsch, Mensch. Ich war im Heim, nachdem Onkel Willi gestorben ist. Ich meine, ich war die ganze Zeit bei Onkel Willi, nicht? Und Onkel Willi. Ja, richtig, der liebe, gute, alte Onkel Willi. Das ist wirklich der Einzige, an den ich mich noch erinnern kann. Wie alt warst du da eigentlich? Ach, du, das weiß ich nicht mehr, so 8, 9 oder so. Ja, erzähl doch mal, wo bist du denn abgeblieben? Tja. Ja, ich war zuerst bei den Bertrams, hab das Abitur gemacht, nicht? Und als ich damit fertig war, da sind die dann ausgewandert nach Amerika. Ne? Dann habe ich weiter studiert. Naja, und was ich jetzt mache, das weißt du ja nicht, wa? Und du, was machst du? Also, wie das Schicksal eben so spielt, du, ich mach dasselbe wie du. Du bist in der Werbung? Ja, genau, ich bin in der Werbung. Ja, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich meine, für was braucht ihr denn hier eine Werbung? Ja, für uns hier, für die Deutsche Demokratische Republik. Also unser Betrieb, der fertigt und produziert, also transparente Plakate und so. Ja, sag mal, wo ist denn deine Frau und die Kinder? Wieso hast du die nicht mitgebracht? Ach so, die Erika hat gesagt, wir sollen erstmal alleine quatschen. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ich meine, da hat sie ja recht, ja. Und die Kinder, gut. Hm. Dorothee ist auf Klassenfahrt, ja. Und der Junge, der ist beim Pionier, also im Pionierlager, ja. Und. Ach du Mensch, warte mal, ich hab dir ein paar Fotos mitgebracht. Ja. Ach, das ist ja schön. Das ist ja. Warte mal, ja, hab ich gesehen. Das ist interessant, da freue ich mich. Du auch noch eins? Ja, ich auch noch eins, na klar. Nee. 2 Bier bitte, ja? 2. Ja, danke. Das ist Erika. Das ist meine Frau. Kann ich mal? Aber die Bockwurst ist gleich so weit. Mensch, wie ist denn das dazwischen gekommen? Das ist mir jetzt so ein bisschen peinlich. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Du mit einem dicken Orden an der Brust? Sag mal, du bist ein hohes Tier hier, was? Ach Quatsch, Mensch, ich bin Held der Arbeit. Nu, was soll sein? Man ist ja fast jeder hier. Sag mal, bist du... Wie war denn in der Partei? Na klar bin ich in der Partei, du. Ich meine, in meiner Position, verstehst du? Der Ex doch überall an, wenn du da nicht drin bist, nicht? Ich meine, das ist ein bisschen anders als bei euch, nicht? Nee, mein Lieber, nee, das ist leider gar nicht anders. Das richtige Parteibuch ist nämlich auch bei uns von Nutzen. Aber Gott, das ist ja nun überall so. Leider. Sag mal, du, der ist gar nicht so übel, wie du sagst. Naja, ja, gut, noch am 3. oder 4. Ich meine, ihr wünscht dich langsam dran, nicht wahr? Du, eins verspreche ich der Wolfgang, ja? Wenn du in 6 Wochen wiederkommst, du, dann kriegst du eine erstklasse Pulle Cognac von uns, ja? Also wirklich, wir wissen auch, was gut ist. Siehst du, das hätte ich ja fast vergessen. Ich hab dir ja was mitgebracht. Wolfgang, also, das wäre nur wirklich nötig gewesen, Mensch. Also wirklich, du, Mensch. Das ist nur eine kleine Spielerei, mein Guter. Lass mich ein bisschen verlegen, du. Ich wusste wirklich nicht, was ich dir schenken sollte. Bitte. Was ist denn das? Ja, das ist eine Uhr. Was jetzt soll eine Uhr sein? Ja, wieso denn nicht? Wieso? Die hat keine Ziffern, die hat keine Zahlen. Das verstehe ich nicht. Ja,
Das ist doch gerade der Witz. Also die Uhr, die basiert auf Farbe und auf Form. Ja, also die hellen Felder, die stehen immer im Zenit, ja? Und die dunklen Felder, die wandern, also die stehen für die Nacht quasi, nicht? Verstehen? Warte mal, Moment mal, jetzt komme ich selber durcheinander. Gut, das macht ja nichts. Ich meine, die Beschreibung liegt hier drin, nicht wahr? Ach Mensch, ja, ich hab dir auch was mitgebracht. Du, warte mal, Moment. Hier. Ich wollte dir das eigentlich erst zum Abschied schenken, aber hier, lass das. Ach komm, du Walter, ich meine, du hättest dich wirklich für mich nicht in Unkosten stürzen müssen. Ja, vielen Dank. Nein, das gibt's. Nein, das darf ja nicht wahr sein. Das ist ja... Ja, das sind ja wir beiden kleinen Hosenscheißer. Gut, wa? Leider gibt's da nur ein Bild davon. Du, mach dir darüber keine Sorgen. Du, das nehme ich mit in den Westen und das ist ein Abzug für uns beiden machen. Ist doch kein Problem. Ach nee, lass mal. Guck mal, ihr habt das jetzt ein halbes Leben lang gehabt und jetzt bist du eben dran. Ja, du, Prost, Wolfgang. Ja, mein Guter. Auf die Zukunft. Wie lange geht aufs Haus, ja? Entschuldigen Sie, was macht denn... Mein... Ja, Brust ist Arbeit, ja. Aber also trotzdem, kann man immer wieder sagen, du, also... Kann hier leben, ja? Also jeder macht, was er will, keiner, was er soll. Alle machen sie mit. Ja. Komm. Ja, du, ja. Prost, Wolfgang. Explodiert! Mensch, du, du Klobe. Boah, ich glaube, ich habe schon so einen leichten Umkahn, Mensch. Das macht doch nichts, das ist doch... Wir beide, wir haben doch nur wirklich allen Grund dazu. Ja, ist ja richtig, Mensch. Ja, ich habe jetzt wieder einen Bruder. Weißt du, dass das ein unheimlich... Dass das ein unheimlich schönes Gefühl ist. Scheiße. Was ist eigentlich? Ich bin so alleine. Ich weiß gar nicht, hör auf zu flennen, Mann. Ist doch alles gut, du. Ist doch schön, dass wir uns gefunden haben, du. Ich möchte da auch so viel sagen, ja, aber so auf die Schnelle, weißt du, das kann ich auch nicht. Aber in 6 Wochen, Mensch, wenn du wiederkommst, du dann. Ja, wir haben ja. Wir haben so viel Zeit, wenn erstmal das Visum da ist. Und dann müsst ihr alle nach Hamburg kommen. Du, die ganze Familie, ja? Vielleicht zu Weihnachten. Ja, du, das sehe ich, also, wenn ich so. Also, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Also. Wieso? Wegen deiner Familie? Nee, Erika und die Kinder, die lassen sich schon raus. Also, ich meine, das ist das Problem nicht, aber ich glaube. Von mir, da trennen sie sich ein bisschen schwer. Wieso? Verstehe ich nicht. Naja, ich bin Geheimnisträger. Ach so, bist du doch ein hohes Tier, ja? Ach Quatsch, Mensch, jede Sekretärin, die Lohntüte vom Chef zuklebt, die wird zum Geheimnisträger gemacht. Ich meine, könnte ja am besten ausplaudern, was der Parteisekretär sich so in der Tasche schiebt, nicht wahr? Ja, ich meine, was darfst du da nun nicht ausplaudern? Frag mich, du. Ich meine, hier genau beginnt die sozialistische Dialektik. Du, ich weiß es nicht. Und wenn du mich ganz ehrlich fragst, ja? Ich will es doch ja nicht wissen. Das heißt ja dann mit anderen Worten, für dich ist der Westen sozusagen also tabu. Naja, du, wie es im Augenblick aussieht, ja. Aber vielleicht ändert sich auch was bei uns, nicht? Ich meine, wenn der große Bruder und Genosse Gorbatschow auch bei uns was durchdrückt, meine, vielleicht. Denn rüber würde ich ganz gerne mal, du. Ja? Einfach nur um zu kicken, du, wie du wohnst, wie du lebst, ja, wie du arbeitest, du. Das wäre schön. Ich war mal, ja, vor 2 Jahren, da war ich mal in Kuba. Also, das war wirklich interessant. Das war schön, ja? Naja, gut.
Ich finde das wirklich ganz irre. Ich meine, für ein ganz normales Visum, ja, von Deutschland nach Deutschland, da brauchen die ein halbes Jahr. Der hältst du doch im Kopf nicht aus. Ach, Mensch, gut, dass du mich daran erinnerst. Mensch, ich brauche ja deine Passnummer, ja, für den Besucherantrag. Hast du mal was zu schreiben da? Ich verstehe. Die Würstchen sind in Arbeit, jawohl. So, Kamerad. mit dem Bild, da käme ich aber auch durch, du. Ja, hast du recht. Stimmt. Das stimmt, du. Nee. Hast du Lust, willst du? Was heißt willst du, hast du Lust? Ja, willst du rüber, willst du mal Hamburg kennenlernen? Das verstehe ich jetzt nicht, meine, wie... Wie soll das funktionieren? Du nimmst meinen Pass, ziehst du meine Klamotten an, gehst für mich aufs Schiff und dann fährst du da einfach rüber. Das ist doch Quatsch, Mensch. Du hast vielleicht Ideen. Also wirklich. Das ist doch aber nur für einen Tag, du. Na, sind wir nun Zwillinge oder nicht? Ja, klar sind wir Zwillinge. Ja, komm, nur sei kein Frosch. Sei kein Frosch, ist gut. Ich meine, das ist. Ich meine, Lust hätte ich natürlich schon, aber. Ja, wo ist das Problem, du? Ich meine, was soll passieren? Das ist für einen einzigen Tag, du. Wirklich. Und kein Mensch wird was merken. Ich. Wirklich, ich vertraue mir jetzt, ja. Ich schwöre es dir. Nee, das bringe ich nicht. Und das ist einfach. Ich schaffe das. Mir ist ganz flau, du. Und wenn uns einer hört. Komm. Oder Salat zur Wurst. Bitte was? Ich meine, zur Bockwurst, Brot oder Salat. Das ist ganz gleich, ist das. Nee. Gleich ist nicht, ja? Na gut, dann darf ich mal, ja? Ja, bitte. Dann eben mit Salat. Aber ich hab nur noch eine Portion Salat. Ja, dann eben mit Brot, Mann. Aber der Salat ist erste Sahne, Mann, erste Sahne. Na ja, dann bitte. Ja, warte. Eine mit Brot und eine mit Salat. Mit Senf? Nee, ich will keinen Senf. Zwei Würste ohne Senf mit Brot und Salat. Das ist ein klares Wort. Warum bist du denn so nervös? Du, es kann wirklich nichts passieren, du. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, Bruderherz. Also jetzt müssen wir durch, ja? Ich bring das nicht, du. Ich scheiß mir in die Hose. Komm, du, wir müssen uns beeilen, der Bus fährt ab. Komm. Ja, Mensch, Erika, du, ich muss ja Erika anrufen. Kümmere dich doch jetzt nicht darum. Ich werde dir alles erklären, wirklich. Du, ich kann das nicht. Es geht alles, man muss es nur wollen. Ach, die Brille. Komm. Was ist das denn? Er kommt schon. Ja, komm hier schon. Komm.
Herr Schulz. Ja? Sie haben Ihre Zollerklärung nicht ausgefüllt. Verfügen Sie noch über Zahlungsmittel der DDR? Nee. Irgendwelche Geschenke? Nee, auch nicht. Sie müssen hier unterschreiben. Ja. Sie können gleich durchgehen. Verrückt. Völlig verrückt. Was ist das? Oh Gott, die Uhr. Geht falsch. HHNL 1172, Rote Baumchaussee 203. HHNL 1172, Rote Baumchaussee 203. Na ja, ja, ist doch gut, Mann. HHNL 11. HHNL. Mist, seit 3 Wochen warte ich auf die Scheißkarre und sie wird und wird nicht fertig. Mhm. Jetzt fehlen noch die Scheißkabel aus Berlin. Was ist mit dir los? Willst du den Bart stehen lassen? Ja. Setz mich bei dir ab, ich lauf den Rest. Entschuldigung. Oh Gott. Mensch, Walter, was ist denn los? Ist dir nicht gut? Ich bin ein bisschen instabil. Ich glaube, die Bockwurst hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Na, eins von den 15 Bieren war wohl schlecht, wa? Würdest dir was ausmachen, mich nach Hause zu fahren? Na komm, wenn du es riskieren willst. Wegen einer Wanderbaustelle C fließender Verkehr. Denkst du an die Karnickel nächste Woche? Was denn für Karnickel? Achso, ja. Erinnere mich übermorgen noch dran. Schaffst du's? Klar, im Lot. Weiter. Ja? Da geht's lang. Da geht's lang.
Danke, du. Bis morgen. Bis morgen. Na, Erika wird Augen machen. Weiter? Ich bin hier. Was wollte denn Erwin schon wieder? Du hast lange gebraucht. Erzähl doch mal, wie ist es gewesen? Wie ist er denn so? Oder warte, ich komme gleich. Du, übrigens, Omi hat angerufen. Sie kommt nun doch nicht am Wochenende. Sie fährt zu Gisela und Eugen nach Berlin. Du, ich muss dir was zeigen. Sie haben mir den Pullover, du weißt schon, den... Wolfgang? Bist du sicher? Und ob ich sicher bin. Herzlich willkommen. Ihr mag vielleicht Sachen. Und Walters Jacke hat er auch noch an. Ihr habt wohl geglaubt, ich würde euch verwechseln. Schön, dass du da bist. Wie lange kannst du bleiben? Entschuldigung. Hast du es doch geschafft, ne? Wie hast du denn so schnell ein Visum gekriegt? Also, ihr habt wirklich große Ähnlichkeit. Also, wenn der Bart nicht wäre... Sag mal, ihr habt doch nicht etwa das Schiff verpasst? Walter? Walter? Ist Walter noch draußen? Der liebe Walter. Sie ist im schönen Hamburg. Hast du dir mal überlegt, was alles passieren kann? Ja, Erika, was soll denn passieren? Und wenn Sie ihn schon an der Grenze festgenommen haben? Ja, warum sollen Sie ihn denn festnehmen? Weil er Walter Schulz ist, von hier, ohne Ausreisevisum. Komm, ihr habt doch meinen Pass. Na toll, aber er ist nicht du. Ja, aber wir sind Zwillinge. Und ich meine, es sollte ein kleiner Spaß sein. Kleiner Spaß, weißt du, was der Spaß kosten kann? Weißt du, was das ist? Republikflucht, darauf steht Gefängnis. Oh, Erika, du musst nicht immer alles gleich dramatisieren. Das ist für einen Tag. Übermorgen ist Walter wieder da. Gut. Und bis dahin? Was machst du in der Zwischenzeit? Ja, was mache ich in der Zwischenzeit? Ich schaue mich hier ein bisschen um. Ich meine, das ist doch ganz interessant bei euch, nicht wahr? Du willst doch nicht etwa vor die Tür. Ja, warum denn nicht? Und wenn du jemanden triffst? Wir kennen hier alle Leute. Also, einen habe ich ja schon kennengelernt. Erwin? Also, der hat mich zumindest schon mal... für Walter gehalten. Ja? Ausgerechnet der. Der ist doch der Erste, der morgen früh erzählt, wie du hier angekommen bist. Aber was soll er denn erzählen? Und der Bart? Na, das ist nun wirklich kein Thema, Erika. Ja, ich meine, den nehme ich mir doch einfach ab. Das brauchst du gar nicht. Jeder hier merkt doch sofort, dass du nicht Walter bist. Ach, na. Also, bitte, Erika, wenn es dich beruhigt, dann bleibe ich eben einen Tag im Haus und entspanne mich ein bisschen. Und im Betrieb? Ja, was weiß ich, dann meldest du mich eben krank. Ach, nun mach's mir doch nicht so schwer. Es ist doch nur für einen Tag. Oder meinst du, dass Walter nicht wiederkommt? Was meinst du? Naja, ich meine, vielleicht gefällt ihm Hamburg besser, als wir beide glauben. Ach was, der wird doch nie... Ja, Schulz? Ja, du, ich bin's. Bist du noch dran? Ja.
ist er schon da? Ja. Na und, alles in Ordnung? Ja. Ja, wie, was? Bist du sauer oder was? Ja, nee, ich meine, nein, ich bin dir nicht böse. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja. Gefällt es dir? Ja, das ist alles ganz wahnsinnig hier, du, also. Du, sag mal, ist bei euch auch so warm? Nee, es hat hier geregnet, aber nur kurz. Ja, du, was soll ich jetzt noch? Ich meine, du, Heringsdorf, ja? Heringsdorf? Ja, Heringsdorf. Ja, du, also, bis übermorgen, ja, ich... Bis übermorgen. Gute Nacht. Heringsdorf? Wir haben uns da kennengelernt. Im FDGB-Heim. Na siehst du, ist doch alles in Ordnung. Geht es in dem Bett? Ja, ist doch prima. Ist doch kein Thema. Es sind nur zwei Nächte. Ja. Gott sei Dank, dass Dorothee nicht da ist. Ich weiß nicht, was ich ihr so im Sinne sagen soll. Erika, du machst dir viel zu viel Gedanken. Machst du dir gar keine? Ja, aber du wirklich nicht. Du. Schau, ich wollte ihm eine kleine Freude machen. Aber das verstehe ich ja. Ich hätte nur gern davon gewusst. Immer stellt er mich vor vollendete Tatsachen. Sag mal, deine Ehe klappt gut? Hm. Bist du nicht verheiratet? Doch, irgendwann war ich auch mal verheiratet. Ich lebe jetzt mit einem Mädchen zusammen. Mädchen? Ja, sie ist 22. Und ihr wollt nicht heiraten? Nö, du, also bis jetzt liegt da noch kein Grund vor. Ja? Was ist? Mann, hör auf! Ach so, geht das.
jeder hat ja nun alles. Nicht? Na gut, fast alles. Und meine Aufgabe ist es einfach, das Produkt einfach zu verpacken und dem Kunden mit einem lustigen, lockeren Spruch verkaufen. Nicht wahr? Ich meine, drinnen machen wir uns eine Tour. Drinnen ist meistens immer das Gleiche. Sag mal, du hast nicht zufälligerweise eine Zigarette im Haus? Sicher nicht. Außerdem tut sie bestimmt ganz gut, mal zwei Tage nicht zu rauchen. Ach Gottchen, du weißt schon, dass das Nötigung ist, nicht wahr? Du lässt mich nicht raus, aber holen tust du mir auch keine. Ihr seid doch sehr ähnlich. Ach ja? Ja, wenn du so erzählst. Walter hat oft Vorschläge im Betrieb eingereicht, wie man vieles hätte besser machen können. Aber bis ich die hier auf neue Sachen einlassen, vergehen Jahre. Ich krieg das ja alles mit. Ich sitze da oben im Büro und dann sehe ich, wie sie mit den Sachen umgehen. Zum Beispiel hatte er im letzten Monat eine gute Idee. Ja, und? Das habe ich mir fast gedacht. Schnell nach oben, kein Mucks. Erwin, das habe ich mir schon gedacht, dass der hier wieder auftaucht. Erwin, ja, dann ist doch am besten, ich spreche mit ihm schon wegen der Karnickel. Untersteh dich, ich muss auch mit dir. Erwin, die Tür ist offen. Tag, Erika. Tag. Na, wie geht's denn unserem Kranken? Na, wie es ihm so geht. 39 Fieber. Nett, dass du vorbeischaust, Erwin. Gibt's was Wichtiges? Nein, nein, ich wollte nur ganz kurz mit Walter reden. Oh, das geht nicht. Nur einen Moment. Der Genosse vom Ministerium ist heute schon aus Berlin gekommen. Und die Entwürfe für die Großplakate müssen bis morgen fertig sein. Er will sie mitnehmen. Lass mich die paar Sachen schnell mit ihm durchgehen. Was geht nicht? Er liegt im Bett. Komm, ich werde mich schon nicht anstecken. Ich weiß Bescheid. Er schläft. Dann weg ihn. Erika, ich muss dir nicht erklären, wie ernsthaft die Situation ist. Im Betrieb springen sie im Dreieck. Lass mich schnell mit ihm reden. Erwin, du kannst jetzt nicht mit Walter reden. Wieso? Ist er nicht da? Er ist krank. Basta. Übermorgen ist er wieder in Betrieb, wenn alles gut geht. So lange muss er es eben warten. Gut, ich halte mich da raus. Er muss ja wissen, was er tut. Nur macht mir nachher keine Vorwürfe. Erwin, es ist wirklich was Ernstes. Es geht ihm nicht gut. Er hat hohes Fieber, kann kaum was essen. Hm, das sehe ich. Lass die Entwürfe hier. Ja. Vielleicht überlegt er es sich ja noch. Bravo, bravo, du warst fabelhaft. Das gibt Ärger. Du wirst sehen. Es dauert nicht lange, da rennen die mir hier das Haus ein. Aber ein bisschen Abenteuer muss doch erlaubt sein. Na, du wirst dich wundern. Das kann mir Alter werden. Ja, Mensch, da bist du ja. Ich hab mir schon eine Blase am Finger geklingelt. Hast du was vergessen? Der ganze Laden ist voll. Die Martha ist seit 10 Uhr da und du rennst mit Plastiktüten durch die Gegend. Wo steckst du denn? Warum ist denn hier das Telefon? Ja. Los, komm! Ja, aber... Der muss aber. Los, los, los! Wenn der Job durch die Lappen geht, Mann, oh Mann, das ist siebenstellig langfristig gesehen. Jochen ist total sauer. Weißt du, was der mir... Weißt du, was Jochen gesagt hat? Er hat gesagt, hol ihn mir her, tot oder lebendig. Ich hatte das Gefühl, er meint es ernst. Ich glaube, ich muss hier mal was erklären, ja? Ich folge bitte mir nicht. Komm jetzt endlich. Na, wirklich, Moment doch mal. Bitte, Wolfgang, ich riskiere meinen Job. Macht es unter euch aus. Ja, aber ich muss mich da irgendwie mal... Kannst machen, was du willst, aber halt mich da raus, okay? Aber ich bin nicht der, der ich bin. Kann schon sein. Du siehst mal am ähnlichsten. Komm jetzt endlich. Ja, aber Mensch... Jetzt ist langsam der Bart ab. Du hast ja keinen Bart mehr. Hier sind die 8 neuen Entwürfe. In der grünen Mappe das Konzept für die Plakate, das sind die Kalkulationen für die Rundfunkwerbung und hier die Layouts für die TV-Spots. Und wo sind denn die Statistiken von dem Marktforschungsinstitut? Ja, komm, hier. Die nehme ich schon mal mit, ja? Nee, nee, behalte ich. Das sind meine. Das sind die letzten Zahlen von der Testkampagne in Süddeutschland. Ich habe sie schon mal durch den Computer geschickt. Die sehen ganz gut aus. Ich habe rot angestrichen, wo es ein bisschen dünn aussieht. Sonst halte ich am besten an die Ergebnisse des Marktes. Ja, ist gut, ich nehme das. Ich nehme dir schon mal die Tüten ab. Nee, nee, lass mich mal, bitte. Komm, nimm und los. Los, ne? Er ist da. Moin. Nee, die gehören hier. Ja, die Situation, die ist mir wirklich sehr, sehr unangenehm, ja. Aber ich glaube, ich komme nicht drum rum, Sie über einige Umstände aufzuklären, ja. Was mir natürlich sehr schwer fällt, weil ich will keinen in Schwierigkeiten bringen. Also die Sache ist die, ich habe gestern Nachmittag mein mit meinem... Lieber Herr Schulz,
Ich bin sicher, Sie hatten einen triftigen Grund, uns 2 Stunden warten zu lassen. Also, können wir jetzt zur Tagesordnung übergehen und über unser Produkt sprechen? Meine Zeit ist nämlich sehr begrenzt. Bitte, Herr Höfer. Es handelt sich um den Entwurf für die Großplakate. Wir sind mit den bisherigen Ergebnissen nicht zufrieden. Das uns vorgelegte Layout entspricht nicht unseren Vorstellungen. Frau Dr. Marquardt ist der Meinung, es sei zu... Ausdruckslos. Ja, ausdruckslos. Und ich schließe mich dieser Meinung an. Es hat keine Signalwirkung für das neue Produkt. Es ähnelt in der Werbeaussage zu sehr unseren anderen Produkten. Die letzte Marktforschung hat ergeben, dass unsere Zielkundschaft die bisherige Werbeaussage nicht mehr akzeptiert. Der Kunde will direkt angesprochen werden. Danke, danke, Herr Höfer, das reicht. Ich möchte von Herrn Schulz wissen, welche neuen Vorschläge er mitgebracht hat. Wir haben schon genug Zeit verloren. Bitte, Herr Schulz. Das Problem ist ganz einfach. Das handelt sich hier wirklich um Missverständnis. Das habe ich mir schon gedacht. Dieser Vorschlag mit dem Palm im Hintergrund ist doch nicht akzeptabel. Der Gorilla? Meinetwegen ja. Aber Palmen? Da fällt mir alles andere ein, nur kein Kaffee. Da sind wir wohl einer Meinung, Herr Schulz. Ja, natürlich. Na, sehen Sie. Aber wir reden hier 2 Stunden über Palmen und schneebedeckte Gipfel. Ich möchte eine klare Aussage im Hintergrund. Etwas, das jeder versteht und das nicht vom Produkt ablenkt. Richtig. Wir wollen doch den Mann auf der Straße ansprechen, die Frau in der Küche. Das sind doch unsere Kunden. Ach, lassen wir doch mal diesen ganzen Werbeschnickschnack und vertrauen nur auf unseren gesunden Menschenverstand. Herr Schulz, welcher Hintergrund? Was? Welcher Hintergrund? Rot. Rot. Rot, ja. Rot und bewegt. Bewegtes Rot? Ja, eine bewegte, eine rote, flatternde Fahne sehe ich da. Also. Eine rote, flatternde Fahne. Ja, genau das ist es. Das ist das Signal, von dem ich gesprochen habe. Eine rote, flatternde Fahne. Die Farbe der Revolution. Die Warterei hat sich gelohnt. Sehr gut, Herr Schulz. Wenn Sie nur nicht Hammer und Sichel machen. Das sieht doch nach nichts aus. Das ist ein ganz, ganz lascher Spruch. Ich meine, kein Wunder, dass der Laden hier nicht in Schwung kommt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind euch die Russen aber einen ganzen Schritt voraus, ja? Nee, also wirklich, also 40 Jahre festes Bündnis mit der Sowjetunion Fundament und das erfolgreiche Voranschreiten des Gottes zu entsprachen. Wer redet denn so? Oder besser gesagt, wer springt denn darauf an? Na, keiner. Ja, aber dann, entschuldige bitte, dann ist es rausgeworfenes Geld. Mit den Parolen. Mit den Parolen, Parolen, Parolen. Das ist ein Bandwürmer, sind das. Ist da alles viel zu lang, das kann sich doch kein Mensch merken. Tut ja auch keiner. Ja, aber das ist der Sinn, nicht? Also, wenn es überhaupt einen gibt. Na ja, und hier, ich meine, SED 40 Jahre unser Schutzschild im Kampf gegen den Imp... Na ja, gut, den kenne ich ja schon, aber ich verstehe Walter nicht. Du weißt doch, wie das hier ist. Walter kann sich das nicht aussuchen. Ja, aber ich meine, wie blöd sind denn die hier eigentlich? Das hier ist doch gegen alle Regeln. Also hier sollte wirklich unsere Gruppe, Marando, knappe und einprägsame Sätze. S-E-D ist okay. Siehst du, das ist ein Satz. Das ist ein Satz, den merkt man sich. Ach, Walter. Was? Siehst du, so weit ist es schon. Ach Gott, meine Liebe, ja. Ach, wir haben ja vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, da haben wir für ein Versandhaus, haben wir einen Spruch kreiert. DDR, also in dem Sinne, ja. Mhm. DDR finde ich gut. Siehst du, das ist eine Parole und nicht so austauschbare Sätze, die ja nun eh keinen Sinn haben. Was haben wir denn hier? Na, guck mal das an hier. Unser Eisenbahnerwort. Hoher Leistungszuwachs durch effektiven Transport. Also wirklich, das ist hirnlastig. Ja, schön, es reimt sich wenigstens. Kannst ein Lied draus machen. Und dann diese schwachsinnigen Plakate und dann, ich meine, ja, kann dann euer Boss nicht einmal lachen? Euer Honecker. Sag mal, du hast nicht zufälligerweise eine Zigarette im Haus, was? Nein.
Bist du wahnsinnig? Na. Und rufen Sie gleich mal in der Druckerei an und sagen Sie denen, wir brauchen ein rotes Rot. Und die sollen mir bloß nicht nur mit Rot kommen. Mensch, Wolfgang, wie lange kennen wir uns? Das weiß ich nicht. Du weißt aber, wenn irgendetwas ist, dass du immer zu mir kommen kannst. Das weißt du doch, oder? Aber dir stimmt doch irgendetwas nicht. Dafür kenne ich dich viel zu gut. Man spuckt schon aus. Was ist los? Irgendwas mit Britta. Britta, wer ist denn Britta? Nee. Mir werdet lieber, wir würden das Gespräch auf morgen Abend verschieben, ja? Bitte, wie du willst. Meine Hand bleibt ausgestreckt, greif zu, wann immer du sie brauchst. Nee, du geruch nicht. Ach so? Da nimmst du irgendwelche Medikamente? Oh Gott, Mann. Ich hab doch versucht, vorhin zu erklären, ja, weil da waren so viele Genossen, also so viele Menschen. Und du, ich. Mensch. Ich bin nicht der, der ich bin. Ich weiß. Meinst du, ich habe es nicht längst bemerkt? Was? Mensch, Wolfgang, mir geht es doch genauso. Was glaubst du, wie oft ich vor den Spiegel stehe und mich frage, wer bist du eigentlich? Ich habe noch nicht mit dir darüber gesprochen, weil ich nicht wusste, ob du mich verstehen würdest. Aber was glaubst du, wie oft ich vorhatte, den Kram einfach hinzuschmeißen? Weg. Einfach weg. Und dann wieder die quälenden Gedanken. Die Verantwortung, die man hat. Die Firma, die Familie, die Mitarbeiter, du. Icke? Glaubst du an Reinkarnation? Nee. An Gott? Entschuldigung, aber ich muss mal kurz eure Pässe haben. Was denn, die Pässe? In New York nächsten Monat, danke. Ja, aber ich brauche meinen Pass, man steht ja nicht übermorgen. Kriegst du gleich wieder, ich mache nur eine Kopie fürs Visum. Ja, aber mein... Sie ist die Kleine, nicht? Die nehmen Sie diesmal mit. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Na, ist auch egal. Ich bin jedenfalls froh, dass wir uns mal ausgesprochen haben, Wolfgang. Übrigens, der neue Name für den Café. Cubana. Granios. Du hast wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Und dann die rote Fahne? Naja, ich dachte zuerst, es ist ein bisschen zu... Aber dann... Wann ist dir das eingefallen? Was? Gerade, meine. Vorhin. Siehst du? Das ist es. So, bitte. Danke. Ja, du, gib mir gleich noch meinen Pass. Ja, danke. Hab ich dir von meinem neuen Analytiker erzählt? Nee. Du Arschloch! Was ist? Glaubst du, du kannst mir was vormachen? Ich weiß Bescheid! Was ist denn? Fantastisch, nicht? Wir schreien uns immer an. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Erstaunlich, wie einen das frei macht. Solltest du auch mal hingehen. Tolle Therapie. Ich gebe dir nachher die Nummer. Wolfgang, wir wissen Bescheid, hm? Nee. Das ist doch kein Drama. Wir zerreißen einfach den ganzen Quatsch, verstehst du? Und du fährst in den Betrieb und holst einfach eine Kopie. Komm. Du kapierst nichts. Mein Gott, ich mach einfach nicht auf. Erika, sei vernünftig. Aber was soll ich denn sagen? Walter! Mein Gott, Günther. Nein, du bleibst hier drin und rührst dich nicht. Ja, ich... Tag, Erika. Entschuldige, aber... Die Tür war offen. Ich habe das schon zu Erwin gesagt. Walter ist krank. Ja, ich weiß. Trotzdem muss ich in Anbetracht der besonderen Situation... Mensch, Erika. Walter muss in den Betrieb. Die reißen mir den Kopf ab. Es geht nicht. Was heißt denn das, es geht nicht? Es geht nicht. Er ist nicht da. Ich denke, er ist krank. Ja. Willst du nicht rangehen?
Doch. Das Telefon. Moment mal bitte. Ja, Schulz? Erika? Ja, du, ja, ich bin's, du. Entschuldige, ich konnte leider vorher nicht anrufen, ja? Du glaubst ja nicht. Du glaubst ja nicht, was mir gerade passiert ist, du. Ach, du bist es, Omi. Schön, dass du dich mal wieder meldest. Ja, doch, doch, ist alles in Ordnung. Ich habe gerade Besuch. Aus dem Betrieb. Ja, Erwin und Günther sind da. Ruf doch später nochmal an. Bitte. Gut, bis dann. Tschüss, Omi. Oma. Kannst du uns jetzt bitte sagen, was mit Walter los ist? Er ist nicht da. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Wo ist er? Erika, die Sache ist ernst. Er ist weggefahren. Der Wagen steht aber noch da. Ist mit euch beiden alles in Ordnung? Hm? Lass mich doch in Ruhe. Bitte. Nein, Erwin, bitte nicht! Raus! Raus! Raus aus meinem Haus! Haut ab! Verschwindet, Genossen! Haut ab! Und du fahr doch zu deiner Mutter, bitte fahr hin! Grüß sie schön von mir! Sie kann mich auch am Arsch lecken! Komm, haut ab! Haut ab! Haut ab! Genossen! Entschuldige. Entschuldige, das haben wir ja nicht gewusst. Wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, du weißt ja, ne? Die Partei ist immer für euch da. Die Partei steht immer hinter dir. Versuch ihn morgen wieder in den Betrieb zu kriegen. Die kann mich auch am Arsch lecken. Nimm's nicht so schön. Er beruhigt sich schon wieder. Ich kenn doch Walter. Na? Wie war ich? Wie, Walter? Als ich das Glas fallen hörte, habe ich gedacht, jetzt ist alles aus. Oh mein Gott. Sie haben die Entwürfe mitgenommen. Jetzt ist alles aus. Ich möchte von dir alle Tramen. I love you. I love you. I love you. I love you. Was ist das denn? Und ich soll aufmachen? Ja, oh Mann. Wolfgang? Hey, sag mal, was ist los? Warum machst du nicht auf, Mann? Ich klingel schon eine halbe Stunde. Oh, gestern war ich auch hier und du warst nicht da. Wo treibst du dich eigentlich rum, hm? Ja, dann warte es ja ab. Ja, habe ich. Wolfgang, du darfst mich jetzt nicht mehr so lange allein lassen, weißt du? Deine kleine Britta hat eine riesen Überraschung für dich. Dreimal darfst du raten. Du liebst einen anderen. Ach, Quatsch. Du liebst keinen anderen. Ach, Mann, Wolfgang, streng dich doch mal an. Gib auf, du, ich weiß es wirklich nicht. Es ist was nur mit uns zu tun hat. Mit uns? Glaub ich nicht. Also gut, ich gebe dir einen Tipp. Was passiert, wenn die Biene zur Blüte kommt und sich auf den Stempel setzt? Was gibt es, hm? Ja, Bienenstich. Hast du Kuchen mitgebracht? Du bist bescheuert, wirklich.
rühr dich nicht vom Fleck. Und mach die Augen zu. Oh Gott. So, jetzt. Wir bekommen ein Baby. Na, was sagst du dazu? Ja, gratuliere. Tun Sie mir einen Gefallen und ziehen Sie sich bitte, bitte wieder an. Wolfgang, was ist denn los mit dir? Ich bin nicht Wolfgang, ich bin Walter, also sozusagen der Bruder. Was? Was? Der aus der Zone? Ja. Ja, und wo ist Wolfgang? Ja, Wolfgang ist zu Hause. Ich meine, bei mir zu Hause. Und wann kommt er wieder? Ich hoffe, morgen. Morgen? Sag mal, verstehst du das nicht? Du bist nicht Wolfgang von drüben. Du bist Walter Schulz, Bürger der DDR und wirst auch als solcher behandelt. Der Brief muss weg. Aber wenn Walter wieder da ist, dann wird er das alles wieder schön säuberlich ausbügeln und kein Mensch was merken. Ich glaub's auch nicht, dass die so lange warten. Die können jeden Augenblick hier vorfahren. Du, die haben für solche Sachen keinen Humor. Weißt du, wie man das hier nennt, was du da gemacht hast? Verunglimpfung der Sozialistischen Republik. Die holen dich ab. Die holen dich einfach ab und buchten dich ein. Da kennen die nichts. Kann er bloß diesen Brief versteckt haben? Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst, meine Liebe. Der Brief. Der Brief ist doch der Beweis, dass ich nicht Walter bin. Genau. Und dann haben sie euch nämlich beide. Die stehen doch morgen früh am Hafen und nehmen ihn mit. Und was mit dir passiert? Die Nacht ist noch lang. Scheiße. Ich wollte sie wär schon um. Also wenn ich mir überlege, Mensch, ich bin ja wirklich nur 200 Kilometer von zu Hause entfernt. Ja, du. Ja, trotzdem ganz woanders. Ich spreche zwar die gleiche Sprache, ja, aber das ist irgendwie ganz, ich weiß nicht. Diese Technik hier und diese Autos und das Licht und Hektik. Also bei uns ist es irgendwie gemütlicher. Von der Hektik kriege ich gar nichts mehr mit. Ja. Warum seid ihr beiden eigentlich nicht verheiratet? Ach, weißt du, der Wolfgang, der spricht nicht gern von dem Thema. Ach so. Und wie lange geht ihr schon zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre, Mann. Naja. Vielleicht kommt ja was Kleines, wa? Was ihr liebt es. Ich weiß nicht, wie er es aufnehmen wird. Und wie soll er das aufnehmen? Gut wird das aufnehmen. Das ist doch ein Stück von ihm. Komisch. Ihr seid euch gar nicht ähnlich. Kannst dich drauf verlassen. Ich bring dir nächste Woche Mittwoch 3 Eimer vorbei. Hm? Aber ja, natürlich. Was ist mit dem Schlauchboot? Ja, dann kann ich mir das doch heute Abend abholen, oder? Ja. Ja, natürlich kriegst du wieder die Farbe. Hab ich dich schon mal hängen lassen, Mensch. Muss jetzt Schluss machen. Morgen, Genusszeit. Morgen. Ja, Seibt. Machen Sie mir eine Verbindung mit Berlin. Gut, ich warte. Ist noch was? Nein. Ich dachte... Ja? Nichts. Die Unterlagen von Schulz brauche ich. Die habe ich Ihnen gestern bereits vorgelegt. Seibt? Ja. Einen Moment. Wie? Ich rufe nochmal an. Sind das die Entwürfe von Schulz?
Haben Sie da mal reingeschaut? Ja, natürlich. Flüchtig. Ja, dann holen Sie den Mann mal her. Ist das Ihr Pass? Natürlich ist es mein Pass. Sind Sie sicher? Klar bin ich sicher. Wie ist denn Ihr Name? Schulz, so viele gewesen. Schulz? Ja. Walter Schulz. Aus Hamburg. Was? Und wer ist Sabine Kirchner? Sabine Kirchner? Ihre Freundin. Die kenne ich ja gar nicht. Und wie kommen Sie dann zu Ihrem Pass? Ach du Scheiße, Mann. Ja. Wenn Sie Ihren Personalausweis mit dabei haben, können Sie sich einen Ersatzpass ausstellen lassen. Das Schiff nicht verpasst haben. Das ist es. Ich hab's ja gleich gesagt, so eine blödsinnige Idee. Ja, er muss das Schiff verpasst haben. Eine andere Möglichkeit gibt's ja gar nicht. Was sagst du so einfach? Wenn sie ihn festgenommen haben? Mein Gott! Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Ach, mehr hast du dazu nicht zu sagen. Du hast dir doch dieses beschissene Ding ausgedacht. Ich? Na schön, ich hab das Ganze ein bisschen forciert. Das sollte ein Kinderspiel sein. Weißt du, er fährt hin, kommt dann wieder zurück. Ein Spaß. Was weiß ich denn, was passiert ist? Vielleicht hat er durchgesoffen und verpennt. Oder vielleicht hat er gar nicht vorgehabt, wieder zurückzukommen, nicht wahr? Meinst du? Das glaube ich nicht. Natürlich nicht. Wir kommen morgen wieder hierher. Eine andere Möglichkeit haben wir ja gar nicht, nicht wahr? Und er wird ja wohl die Güte haben, anzurufen. Weiß denn im Betrieb noch davon, ha? Niemand. Und habe ich eine Sekretärin? Wolfgang, das kann nicht gut gehen. Ob ich eine Sekretärin habe, habe ich gefragt. Ja, Blödsinn, was du tust. Irgendeiner wird dich erkennen. Wie ist denn Ihr Name? Das ist meins. Ich halte es nervlich nicht durch. Komm, Erika. Oh Gott. Erika, sei doch vernünftig. Nun denk doch mal nach. Also, wenn Walter was passiert ist, was Gott verhüten möge, ja, dann muss ich doch wohl oder übel eine Weile hier bleiben. Und wenn ich etwas mache, dann will ich es gut machen. Also ich will es richtig machen. Und ich will nicht in den Knast. Also dann lieber ins Büro. Also, Erika, bitte komm. Wie heißt sie? Claudia Gerlach. Bitte? Claudia Gerlach. Ja, siehst du. Also, Claudia Gerlach. Na, hoffentlich hat er nichts mit ihr. Wolfgang. Ja, entschuldige bitte. Und dieser, Herrgott, wie heißt er denn, dieser Günther, wie gehe ich denn mit dem um? Ihr duzt euch. Aber vor dem musst du dich in Acht nehmen, der ist Parteisekretär. Wir duzen uns und er ist Parteisekretär. Na bitte. Oh, Mensch. Tja, du, fertig. Da sind sie. Tja, viel Glück. Weiter. Ja? Er ist da. Ja, Erwin. Herr Günther, ja, tut mir leid wegen gestern. Seibt. Ja, Schulz.
Ich habe lange auf Sie gewartet, Herr Schulz. Ja, ich habe es ja gesagt. Ich meine, ich hatte ein bisschen Trouble zu Hause und ein paar Schwierigkeiten zu Hause. Und? Haben Sie sie lösen können? Na ja, so 50-50. Also, ich glaube, ja, jetzt ist alles. Sie wissen, worum es geht? Warum ich Sie habe kommen lassen? Ich glaube, ja. Ja. Dann können Sie mir ja auch sicherlich sagen, was Sie sich dabei gedacht haben. Auch wenn du familiäre Probleme hast, Walter, so geht. Entschuldigung. So geht das nicht. Ja, Schulz. Ich höre. Ja, ja. Verzeihen Sie bitte, aber ich komme hier vor wie beim Verhör. Ach so. Kann ich mich denn vielleicht setzen? Was sagen Sie denn hierzu? DDR finde ich gut. Ist das Ihr Ernst? Ja, finden Sie denn nicht? Natürlich, aber... Ja, dann kann man das doch auch so gefällig sagen. Walter, begreifst du denn nicht? Sie sind sich doch wohl im Klaren darüber, welche Konsequenzen das haben kann. Ja, was denn für Konsequenzen? Ich hoffe doch nur die besten. Herr Schulz, ich weiß ja nicht, ob Sie sich darüber im Klaren sind, aber mir ist die Sache ernster, als Sie vielleicht glauben. Weißt du nicht, was du damit angerichtet hast? Hast du dir darüber keine Gedanken gemacht? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, mein lieber Günther. Aber ich glaube, du nicht. Also, weißt du... Bitte kein Problem, wenn es euch nicht gefällt, dann bitte in den Papierkorb. Dann nehmen wir eben die alten Sprüche und Parolen. Aber denkt doch mal ein bisschen nach, Genossen. Bei der momentanen politischen Entwicklung, nicht wahr? Da stehen wir ganz schnell auf der falschen Seite, nicht wahr? So, jetzt mal ganz, ganz langsam, Herr Schulz. Ganz langsam. Ich habe bereits mit Berlin telefoniert. Was? Ja. Sie können sich ein paar Tage Urlaub nehmen. Je nachdem, wie die Sache ausgeht, eventuell auch ein bisschen länger. Genosse Seibt, darf ich zu dieser Angelegenheit noch ein paar persönliche Worte vorbringen? Walter? Ja, Günther. Es ist mir unmöglich, dich noch weiter Genosse zu nennen. Und ich glaube, auch im Namen der Betriebsgewerkschaftsleitung zu sprechen, wenn ich dir hiermit unser Vertrauen entziehe, du hast uns, den Betrieb, die Partei, die gesamte sozialistische Republik in den enttäuscht. Fertig. Naja, ich glaube, dazu braucht man nichts mehr zu sagen. Naja, gut. Dann darf ich Sie jetzt bitten, rauszugehen. Ich muss Sie noch mal darauf hinweisen, über den Vorfall absolute Stillschweigen zu bewahren, solange bis die Sache von den dafür zuständigen Organen bearbeitet worden ist. Ist das jedem klar? Schulz? Augenblick noch. Kommen Sie noch mal rein. So. Jetzt mal ein Wort unter Kollegen. Was? Zigarette? Ja, gerne. Vielen Dank. Ach so, ja, ich rauche nicht. Ich rauche nicht mehr. So. Ja, unter vier Augen. Wer außer Ihnen hat denn noch Einblick in die Entwürfe bekommen? Keiner. Gar keiner? Gar keiner. Und Ihre Frau? Auch nicht. Ich meine, das ist ein Ding, was? Na? Also jetzt gehen wir zu weit. Bitte? Ja, wir sind hier leider nicht in Moskau. So komisch das heutzutage auch klingen mag. Schulz, das Problem ist ja nicht die Basis, sondern die Spitze der Partei. SED ist okay! Ja, die denken doch gleich, wir wollen sie verarschen. Aber das ist doch die Sprache, die jeder versteht. Alle Kids, nee, Entschuldigung, jedes Kind auf der Straße. Das ist kurz, einprägsam und verständlich. Ich meine, das geht in die Birne. Ja, das brauchen Sie mir nicht zu erklären, das weiß ich auch selber. Ach, Schulz, wenn es uns gelänge, in Berlin, zwei, drei, vier... Das ist mit Sicherheit Berlin. Ja, seid. Wie? Nein, der ist nicht mehr da. Mittwochs gibt es keine Farbe mehr. Da sind Sie wieder hier. Diese ganzen Kleingeister, die alles aushöhlen.
privaten Nutzen aus der bürokratischen Desorganisation ziehen. Ich habe mir gestern mal in der Buchhaltung die Zahlen angeguckt. In diesem Betrieb hier werden pro Plakat 22 Kilo Farbe verfeuert. Damit können Sie eine ganze Wohnung streichen. Das machen die auch. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Schulz, Ihre Ideen, die sind revolutionär. Wenn wir die durchkriegen, dann ist das ein Sprung nach oben. Und wenn ich sage oben, dann meine ich ganz, ganz oben. Sie wissen, wovon ich rede. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass nach unserem 40. Jahrestag ein Wechsel in der obersten Parteispitze stattfindet. Ist nicht wahr? Doch. Sie wissen, was ich meine. Ach, Sie meinen doch nicht etwa? Doch. Genau den. Also unter uns, ich meine, das wurde aber auch langsam Zeit, nicht wahr? Du kannst da jetzt nicht rein. Du, Günther, ich kann alles aufklären. Hier ist ein Brief, aus dem alles eindeutig hervorgeht. Mensch, Erika, beruhig dich. Wo ist er? Da drin, aber du kannst da jetzt nicht stören. Es gibt schon her. Lass nur die Blase um. Einfach zu groß hier in der DDR. Er ist nicht mein Mann. Ich kann es beweisen. Hier in dem Brief steht das. Bitte, mach das bitte kein Zinnober. Bitte, du, ich habe dir diesen Brief geschrieben, sozusagen so als Schuss vor den Bug. Nun nimm doch nicht alles gleich so ernst. Bitte, ich hab's nicht so gemeint. Vergiss es, bitte, vergiss es. Sei lieb, ja, gib Küsschen. Hm? Und ist gut. Ach so, ja, hier. Von Wolfgang. Jetzt kratzt du schon fast wie er. Moin, hast du deinen Prinzen wieder, ne? Ja. Was hat deine Frau gesagt? Ich glaube, sie hat mir die... Naja, gut, ich kann mich da auch täuschen, aber ich glaube, sie hat mir die Geschichte mit dem Pass nicht ganz abgenommen. Hier bist du. Mir tun die Füße so weh. Du meinst, also, Walters Schuhe sind mir gleich zwei Nummern zu klein. Passen doch Walter auch nicht. Das gab sie nur in der Größe. Gott, warum hast du mich bloß auf diese fürchterliche Jugendweihe mitgeschleppt? Weil es Walters Patenkind ist. Und solange der sich im Wissen vergnügt, musst du hier die Stellung halten. Ja. Ist was, Steffi? Sehr verehrte Gäste, liebe Freunde und Genossen, mein lieber Klaus. Heute ist der Tag, an dem du in die sozialistische Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen bist. Du bist in der FDJ. Du hast mit Tante Trutchen getanzt. Ja, wieso? Du, sie war sehr anschmiegsam und unheimlich redselig. Walter spricht schon seit zwei Jahren nicht mit ihr. Dass die Brigade Roter Stern gerade dich für die Patenschaft grüne Neune. Liebe Genossinnen. Jetzt verstehe ich erst, was sie mit dem ersten Schritt meinte. Sie hätten mir grüne Frösche aufs Plakat malen können und ich hätte es genommen. Ich mag Männer wie Sie. Geschäftlich und ganz besonders privat. Ich bin ja nicht privat. Wie meinen Sie denn mit den grünen Fröschen? Haben Sie vor, noch länger hier zu bleiben? Wie hier am besten? Also ich finde diese Veranstaltung ganz rührend, aber glauben Sie nicht, wir könnten unsere Zeit sinnvoller nutzen. Also, ich fahre jetzt nach Haus. Wäre schön, wenn wir uns heute noch sehen würden. Wiedersehen.
schlecht raffe. Mach mir du sein Kubaner auf. Bist du am Ende mit deinem Latein? Mit Kubaner fällt dir was ein. Kaffee kann man jetzt vergessen, denn es gibt Kubaner. Gieß dir eine Tasse Kubaner ein. Rote Fahne, braune Tüte, das ist der Kubaner. Mach mir du sein Kubaner. Hast du Angst um den Führerschein? Gieß dir eine Tasse Kubaner ein. Blond und braun vom anderen Stern. Alle trinken Kubaner gern. Da ist der, da ist der, da ist der Kubaner. Alle trinken Kubaner gern. Da ist der, da ist der, da ist der Kubaner. Gott sei Dank, ich dachte, der Herr hört überhaupt nicht mehr auf zu labern. Du musst die Hand drüber halten, ist doch eh schon alles verdünnt hier. Ja, man rennt nur gegen die Wände. Bretter, Bretter, Bretter. Es gibt nur eine Lösung. Holz. Ja, bitte. Schlag nicht tot, aber du. Man könnte was draus machen. Das ist doch ein. Verstehst du, das ist doch ein Riesenpotenzial. Also mit ein bisschen Zauberei, ein bisschen Fantasie, weißt du, kann ich mir vorstellen, könnte man was draus machen. Aus diesem Land, ja? Weil die Leute, verstehst du, die Leute, die sind spitz. Gut, diese Pappnase, weißt du, wie Günther, ich meine, die gibt's nur, die gibt's überall. Aber diese Erika, ja, das ist doch ein. Das ist ein wunderbarer Mensch. Wisst ihr, die hätte ich heiraten sollen, das wär's gewesen. Hast du doch. Ja, natürlich. Hast du recht. Walter, Erwin, was macht ihr denn da? Komm her, bring was für dich mit. Aber ihr holt doch den Tod, kommt wieder rein. Er ist ein prima Kerl, Walter. Er ist ein prima Kerl, lass ihn ja nicht wieder weg. Worüber habt ihr geredet? Kommt in die Welt, also los. Da macht ihr keine Sorgen, das läuft wunderbar. Wir nennen ihn Mauerbrecher. Martini Rosso? Whisky? Wodka? Und ein bitterer Tropfen Angostura. Das ideale Wiedervereinigungsgetränk. Wir sollten es über die Agentur vermarkten. Oh Mensch, alle Duftehose jetzt. Mensch, ich glaube, ich bin schon ein bisschen beschwipst. Ja, entschuldige, du, aber ich würde ein bisschen vorsichtig sein, du jetzt, also, wo der Kleine unterwegs ist. Wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen. Oh, das ist gut. Na klar, wieso sollen wir sie wiedersehen? Klar sehen wir uns wieder. Und du bist lieb. Du auch. Willst du mich nicht heiraten? Ist eigentlich schade, nicht? Dass morgen alles vorbei ist. Jetzt, wo es gerade anfängt, gemütlich zu werden. Wir können froh sein, dass alles so gut gegangen ist. Ach, fängst du jetzt schon wieder an? Das reicht, entschuldige. Schön, dass ich dich kennengelernt habe. Also dieses Kompliment, das kann ich dir wirklich mit Sinn. Zins zurückgeben. Was ist? Ja, nichts. Na komm, was ist? Komm, raus mit der Sprache. Hm? Schon eine komische Situation. Findest du nicht? Wie? Du und ich? Wir... Ja, ja. Ja, und du und Walter und... überhaupt. Hast du denn immer noch das Gefühl, dass wir uns so ähnlich sind? Nee, überhaupt nicht. Äußerlich vielleicht, aber... Du, eins kann ich dir sagen. Wirklich, du.
Wenn wir uns ein bisschen früher kennengelernt hätten, du, dann wäre aus uns was geworden, du. Ehrlich? Ja. Möchtest du noch was essen? Du. Ich habe noch eine Roulade von heute Mittag. Ja, gerne. Sogar zwei, wenn du willst. Ja, auch. Übrigens, ich habe noch eine Überraschung für dich. Schau mal in die Schachtel bei den Fotos. Ach, da bin ich aber gespannt. Das ist nicht. Das kann ja wirklich aber nur dir einfallen. Ich danke dir wirklich. Hallo, Papa! Wo wart ihr denn so lang? Doro, was machst du denn hier? Das war vielleicht ein Käse, kann ich euch sagen. Also Berlin kannst du mir schenken. Das war die dämlichste Klassenfahrt, die ich je gemacht habe. Wir mussten zwei Tage früher zurück, weil die vom Haus der Jugend die Zimmer an zwei Klassen gleichzeitig vergeben haben. Zuerst haben wir zu acht auf einem Zimmer gelegen. Und heute haben sie uns dann ganz rausgeworfen. Den ganzen Tag sind wir durch diese Stadt gelatscht. Und zu guter Letzt ist unser Zug dann noch 4 Stunden in Neubrandenburg stehen geblieben. Also ich gehe wieder ins Bett, ja? Ja. Nacht. Nacht. Ich erzähle euch dann morgen alles. Ja. Sie, sie hat gar nicht gemerkt, sie hat einen falschen Vater geküsst. Berlin. Er muss ins Ministerium. Ins Ministerium? Was will er denn da, Mann? Ja, wann kommt er zurück? Woher soll ich das wissen? Was soll ich denn jetzt machen? Aber das fragst du mich? Das war ja eure Idee. Ja, wollen wir uns jetzt streiten, oder was? Wir sollten lieber versuchen, diese beschissene Situation wieder in den Griff zu kriegen, ja? Die haben denn die Genossen nicht gemerkt? Ich meine, haben sie nicht gesagt? Was sollen die jemals was sagen denn? Ja, wir können doch jetzt nicht so einfach wieder... Du musst zurückfahren. Ja, das sagst du so einfach. Ja, seien Sie in Möglichkeit. Ich habe dir frische Wäsche mitgebracht. Und hier, dein Anzug. Gib mir eine an. Für die neuen muss ich Wolfgang mitgeben. Ihr habt euch wohl schon auf eine längere Abwesenheit von mir eingerichtet, wa? Ja, das hast du dir selber eingebrockt. Ich bin's. Entschuldigung. Also, jetzt mal. Vielleicht ist der Wolfgang. Ja, hallo? Ja, na endlich, Mensch, was ist denn los? Bitte, bitte keine Panik, du, die Sache entwickelt sich besser, ist? Als ich dachte. Nur, ich muss noch eine Weile hier bleiben. Sag mal, spinnst du? Was soll denn das nur wieder? Das kann ich dir am Telefon wirklich nicht erklären. Nur richte dich darauf ein, dass du noch eine Weile bleiben kannst. Wie geht's denn Britta? Ja, wie sollt ihr schon gehen? Gut, jetzt ihr, meine... Ja, und Erika, was ist denn mit Erika? Ich kann sie zu Hause nicht erreichen. Hier in Berlin. Du sollst mit dir nach Sylt fahren, du, das wird dir gefallen. Wo liegt denn? Ja, Wolfgang! Was hat er gesagt? Klinge Rüse, wir sollen nach Sylt fahren.
Ja, dann lassen Sie sich doch bitte was einfallen. Es ist doch nicht mein Problem, woher Sie die Materialien bekommen. Also strengen Sie sich wirklich mal ein bisschen an. Das kann doch so schwer nicht sein. Und wenn alle Stricke reißen, dann fahren Sie nach West-Berlin. Da kriegen Sie es in jedem Schreibwarenladen. Nein, mein Lieber, nein, das ist doch viel zu klein. 40 mal 80, habe ich gesagt. Steht doch runter. Also lesen werden Sie doch wohl noch können. Haben Sie die Transportfrage geklärt, ja? Kommen Sie mir jetzt bitte mit irgendwelchen Genehmigungspflichten, ja? Also die gehen mich nur wirklich nicht an. Ich war morgen, will ich die Sachen haben. Und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, bitte wenden Sie sich an den Genossen Seib. Was ist mit den Bildern? Wo sind die Bilder? Kriege ich die vielleicht in diesem Leben noch zu sehen? Nein, liebe Freunde, nein, 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 nein. Lachen, lachen, habe ich gesagt. Lachen. Nicht grinsen, auch nicht schmunzeln, sondern lachen. Ein einfaches, natürliches, menschliches Lachen. Das muss doch möglich sein. Ich meine, hier drauf sieht er ja aus, als hätte er gerade der LPG besichtigt. Das E muss weg. Ja, aber DDR finde ich gut, nicht finde ich gut. Ja, aber grammatikalisch. Nicht grammatikalisch. Wir wollen den Leuten nicht die deutsche Sprache beibringen, sondern wir wollen ihnen einen Slogan, eine Parole verkaufen, nicht wahr? Das steht doch alles hier in meinen Entwürfen. Also bitte halten Sie sich daran, da ersparen Sie sich viel Zeit und Arbeit, ja? Das E kommt weg. Jawohl, Herr Schulz. Ja, was ist denn nun mit den Werbespots? Sind die denn schon fertig? Die sind noch im Schneideraum. Ja gut, dann gehen wir jetzt dahin. Nein, Sie bleiben hier und besorgen mir bitte ein Kaffee und ein Sandwich, ja? Aber bitte nicht diese Kinderpappe wie gestern. Hi, Nasse Schulz. Schön, dass Sie da sind. Schauen Sie da bitte mal. Ich habe die Buchstaben jetzt nochmal schattiert, damit der Slogan jetzt besser ins Auge springt. Was soll denn das? Ich kann das natürlich auch wieder wegmachen. Ich dachte nur, weil Sie sagten, den Slogan verkaufen und ins Auge. Ja, der Satz hier ist ja grammatikalisch ganz falsch, Mann. Da fehlt dann eh. Man, das weiß doch jedes Kind. Ja, was denn nur? Ach, entschuldigen Sie, Fräulein. Jetzt darf ich kurz. Du musst mir noch viel einfallen. Du musst mir viel einfallen. Ach, entschuldigen Sie, Ihre Brille. Und die Fahne zum Schluss, die muss weg. Ich meine, das ist nun wirklich Schnee von gestern, nicht wahr? Parteisekretär sind sie alle da. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Denk an die T-Shirts, ja? Ich möchte ja jedem eins mitgeben. Gut? Ich gehe schon mal rüber. Ja? Bist du wahnsinnig, hier aufzukreuzen? Kannst du mir vielleicht mal erklären, was das Ganze hier soll? Ja, das zum Beispiel. Also ich muss wirklich sagen, so ohne Vorwarnung hierher zu kommen. Ja, du wirst mich lieber auf Sylt hier sehen, was? Sandtörtchen backen. Hör zu, Walter, also nun bitte keine Panik. Ich habe hier alles fest im Bett. Du, ich habe hier etwas in Bewegung gesetzt. Ja, da träumst du noch von. Du, das kann man wirklich, und das meine ich jetzt ohne Übertreibung, mit der Revolution 14-18 vergleichen. Das war der Erste Weltkrieg. Die Revolution war 17. Hast du mir vielleicht ohne kleine Rolle zugedacht, ja? Walter, du bist doch derjenige, welcher. Du sollst das ernten, was ich sähe. Sag mal, du hast dich aber sehr schnell an unsere etwas überspannte Bildsprache gewöhnt, du. Walter, wir sind einen Millimeter von der Ziellinie entfernt. Wenn das Gremium zustimmt, da bist du der Held, du bist der Held. Wir tauschen unsere Klamotten und kein Mensch hat was davon gemerkt. Ja, das wäre so ein richtiger Spaß für dich, was? Bitte. Lass mich noch, nur sagen wir, ein halbes Jahr hier wirken. Und ich schwöre dir, die Mauer fällt. Und dann, was ist dann? Man baut am besten drüben eine neue auf, was? Mensch, Wolfgang. Das geht doch hier nicht um neue Waschmittel, Mensch. Hier geht's um 17 Millionen Menschen. Du kannst doch nicht 40 Jahre von heute auf morgen so einfach so, so,
so wegplanen. Wer will denn das? Das will doch gar keiner. Aber es muss doch endlich mal losgehen. Was denn? Was soll denn losgehen? Deine Sprüche sind doch genauso leer wie unsere hier. Aber sie sind wirkungsvoller. Einprägsamer und, entschuldige bitte, intelligenter. Das wird sie alle zeigen. Wart mal ab hier. Ich möchte, dass du nach Hause fährst zu deiner Britta. Yes, warte mal. Hier ist dein Pass. Und hier ist deine Brille. Ja, aber das geht jetzt nicht. Ich meine, das geht jetzt im Moment nicht. Ich muss doch das Gremium erst noch überzeugen. Oh, Gottes Willen. Seib kommt. Verschwinde. Bitte komm. Verschwinde. Du musst hier niemanden überzeugen. Ganz bestimmt nicht. Kommt jetzt alle auf den Tisch. Erika, was... Walter? Was machst du denn hier? Der Störer oder was? Es geht los, Schulz, die große Stunde. Kommen Sie. Ich will es mal kurz machen, weil die Zeit für lange Erklärungen einfach nicht mehr da ist. Der Stasi hat uns natürlich längst darüber informiert, dass Sie eine Doppelexistenz führen. Was? Ja. Die geforderte Verhaftung habe ich dann verhindert. Denn so preiswert hätten wir nie zu diesem wichtigen Jahrestag von der westlichen Werbeagentur eine gute Kampagne konzipieren lassen können. Hm. Und wie hätten wir da gestanden, ne? Genauer gesagt, Sie waren ein richtiger Glücksfall für uns. Jetzt können wir sagen, dass der Initiator der Geschichte ein Parteigenosse war. Ich weiß noch nicht, zu welchem Anlass Sie sich hier zusammengefunden haben. Ich weiß nur, dass diese Sache hier zu Ende geführt werden muss. Und zwar sofort. Sie werden sich schon noch so lange gedulden müssen, bis wir zu einem akzeptablen Abschluss gekommen sind. Hm? Amüsieren Sie sich doch ein bisschen in der BRD. Wollten Sie sich nicht mal Sylt angucken? Was? Hä? Wieso? Ja, dem steht nichts im Wege. Gar nichts. Wir haben ja einen Pfand. Also, darf ich bitten? Tut mir leid, lieber Genosse, lieber Herr Seib. Aber diesmal ohne mich. Wie bitte? Wenn Sie die Kampagne erfolgreich zu Ende bringen wollen, dann ist es, glaube ich, besser, Sie wenden sich an meinen Bruder. Wie meinen Sie denn das? Ich meine das so. Ich habe Ihnen, glaube ich, eine ganz hübsche Verpackung hier geliefert. Aber für den Inhalt